Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Es geht weiter mit Achtsamkeitsübungen. Heute geht es um das Thema Achtsamkeit essen. Wir im Saarland hier, ich glaube, das ist außerhalb des Saarlandes nicht ganz so üblich. Wenn wir in die Mittagspause gehen, dann heißt es immer so in den Büros Mahlzeit. Ja, und wie der Name es schon sagt, es sollte eigentlich eine Mahlzeit sein, es sollte ein Festmahl sein. Aber was ist es oftmals? Es ist keine Mahlzeit, sondern es ist eine Schlingzeit. Das heißt, wir hocken vorm Teller, egal ob jetzt zu Hause in der Kantine oder irgendwo im Café oder sitzen einfach nur auf der Parkbank und ja, schlingen da auf die Schnelle etwas in uns hinein. Merken anschließend, manchmal, nicht immer, oftmals kommt der Magen einfach mit klar, dass es uns nicht wirklich so gut tut und ja, langfristig gesehen haben wir Verdauungsprobleme und, was alles einfach damit zusammenhängt. Und da möchte ich dich heute dazu animieren, mal zu beginnen, achtsamer zu essen. Das war bei mir auch eine große Herausforderung, mich wieder darin zu üben, achtsamer und langsamer zu essen. Gerade ja, nach der Geburt vom ersten Kind, ist jetzt schon viele Jahre her, weiß ich noch, wie das damals schon ein Thema für mich war, dass ich gedacht habe, so jetzt mal noch schnell essen, noch schnell das machen, noch schnell das machen. Und ja, so hat sich es, glaube ich, bei vielen Frauen von uns einfach dann durchgezogen. Und ich muss mich auch heute manchmal noch an der Hand nehmen, wenn ich so einen richtig riesen Hunger habe, dass ich da nicht auf die Schnelle was in mich hineinschaufle, sondern dass ich mich wirklich darin übe, achtsam zu essen. Denn, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, der Verdauungsprozess beginnt ja im Grunde genommen schon in unserem Mund. Unsere Zähne sind ja nun mal dazu da, das, was wir da in den Mund stecken, zu zerkleinern. Und dann kommt der Speichel dazu. Und mit diesem Mahlprozess, diese Mahlzeit, diesem Zerkleinern der Speisen und dem Vermischen mit dem Speichel werden Enzyme, Verdauungsenzyme schon im Mund freigesetzt. Und ich glaube, es gibt so Richtlinien, dass man jeden Bissen so etwa 40 bis 50 Mal sogar kauen sollte. Also optimal, dass da wirklich schon ein ja, vorgedauter Brei quasi in den Magen kommt. Ich bin ehrlich, 40 bis 50 Mal, das schaffe ich auch nicht. Aber ich übe mich einfach darin, zumindest Gabel für Gabel, Löffel für Löffel in den Mund zu stecken und das achtsam im Mund wahrzunehmen und auch mal wahrzunehmen, wie es schmeckt, mal mit allen Sinnen einfach auch mal wahrzunehmen. Wie fühlt sich das denn an? Vor allem, wenn ich etwas Süßes esse, das nicht einfach hinunterschlinge, sondern das Süße, das ist noch so ein kleines Handicap, dass ich süße Dinge einfach oftmals liebe. Ja. Gerade diese im Mund so zergehen lassen, sei es, dass ich ein Stück Kuchen esse oder dass ich ein Eis esse oder ansonsten irgendwas Süßes oder auch süßes Obst oder auch mal ein Stück Schokolade, egal, dass ich das ganz bewusst einfach wahrnehme und genieße. Und ansonsten einfach, wie gesagt, Löffel für Löffel, Gabel für Gabel in den Mund nehmen und da ganz bewusst kauen, sich dessen bewusst sein, dass da auch einfach schon die Verdauung beginnt, der Magen hat nun mal keine Zähne, der muss mit dem, was da runterkommt, irgendwie klarkommen. Und ja, so führt man auch im Laufe der Zeit, das ist alles immer so ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Achtsamkeitsübungen, da greift immer so vieles ineinander über. So eigne ich mir auch ein bewusstes Leben an, indem ich darauf achte, was ich in den Mund hineinstecke, was dann auch noch so langfristig dazu kommt, dass ich in der Richtung bewusster werde, dass ich vielleicht sogar meine Ernährung umstellen möchte, dass ich weniger, je nachdem wie du dich derzeit ernährst, vielleicht isst du noch tierische Produkte in Form von Fleisch und in Form von Fisch, vielleicht nimmst du auch da mal wahr, wie sich das wirklich anfühlt für dich, für deinen Körper, wenn du so etwas in den Mund steckst. Und wie fühlt es sich denn mal an, frisches Obst und Gemüse in den Mund zu stecken, Salat, oder rohköstliche Spezialitäten, was auch immer, wie fühlt sich das an und vor allem, wie fühlst du dich anschließend nach einer solchen Mahlzeit? Probier es einfach mal aus, üb dich darin, dazu möchte ich dich heute animieren, auch mal achtsamer zu essen.
und achtsamer deine Ernährung zu gestalten. Und dann wirst du auch merken, wie dich das auch mehr auf den Weg einfach zu dir selbst bringt. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung. Ganz lieben Dank für dein Interesse, für dein Dabeisein. Bis morgen, bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard.